Nichts geschah. Ich hatte keine Schmerzen. Am Abend des 17., einem Freitag, rief ich Madame PR aus der Post am Bahnhof an. Sie sagte, ich soll am nächsten Morgen noch einmal vorbeikommen. In meinem Tagebuch, das seit dem 1. Januar leer geblieben war, notierte ich am Freitag, den 17., ich warte immer noch. Morgen gehe ich ein zweites Mal zur Engelmacherin. Sie war nicht erfolgreich. Am Samstag, den 18., nahm ich frühmorgens den Zug nach Paris. Es war sehr kalt. Alles war weiß. Im Wagen unterhielten sich zwei Mädchen hinter mir und lachten regelmäßig. Während ich ihnen zuhörte, fühlte ich mich alterslos. Madame PR empfing mich mit Ausrufen über die Eiseskälte und bat mich hastig herein. In der Küche saß ein Mann, jünger als sie, mit einer Baskenmütze auf dem Kopf. Er wirkte weder überrascht noch peinlich berührt, mich zu sehen. Ich weiß nicht mehr, ob er da blieb oder ging, aber er muss ein paar Worte gesagt haben, denn ich dachte, er sei Italiener. Auf dem Tisch stand eine Schüssel mit dampfendem Wasser, in der ein dünner roter Schlauch schwamm. Ich begriff, dass dies die neue Sonde war, die Madame PR mir einführen würde. Die erste hatte ich nicht zu Gesicht bekommen. Das Ding sah aus wie eine Schlange. Neben der Schüssel lag eine Haarbürste. Wenn ich dieses Ereignis meines Lebens in einem einzigen Gemälde darstellen müsste, würde ich einen kleinen Risopaltisch vor einer Wand malen und eine Emailschüssel, in der eine rote Sonde schwimmt, rechts davon eine Haarbürste. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem Museum dieser Welt eine Werkstatt der Engelmacherin hängt. Wie beim ersten Mal führte die Frau mich ins Schlafzimmer. Ich hatte keine Angst mehr vor dem Eingriff. Ich hatte keine Schmerzen. In dem Moment, als sie die alte Sonde herauszog und mir die aus der Schüssel einzuführen, rief sie, »Sie sind ja mitten in den Wehen!« Es waren die Worte einer Hebamme. Bis dahin war ich nicht auf die Idee gekommen, all dies könnte Ähnlichkeit mit einer Geburt haben. Sie wollte kein weiteres Geld, bat mich aber, ihr hinterher die Sonde zurückzuschicken, da dieses Modell schwer zu beschaffen sei. Auf der Rückfahrt von Paris feilte sich in meinem Abteil eine Frau endlos die Nägel. Madame PRs praktische Rolle endet hier. Sie hatte ihre Arbeit getan, hatte das Programm in Gang gesetzt, das das Unglück beseitigt. Ich hatte sie nicht dafür bezahlt, mir bei dem beizustehen, was folgte. Während ich dies schreibe, versuchen Flüchtlinge aus dem Kosovo von Calais aus nach England überzusetzen. Die Schleuser verlangen Unsummen und verschwinden manchmal vor der Überfahrt. Doch nichts kann die Kosovaren aufhalten, genauso wenig wie alle Migranten aus armen Ländern. Sie sehen keine andere Rettung. Man verfolgt die Schleuser, man beklagt ihre Existenz, so wie 30 Jahre zuvor die der Engelmacherinnen. Man stellt weder die Gesetze in Frage noch die Weltordnung, die sie hervorbringen. Und mit Sicherheit gibt es unter den Menschen, die heute Flüchtlingen helfen und denen, die damals ungewollt Schwangeren halfen, anständigere und weniger anständige. Kurz darauf riss ich die Seite aus meinem Adressbuch, auf der Madame PRs Name stand. Ich habe ihn nie vergessen. Ich begegnete ihm 6 oder 7 Jahre später bei einem meiner Schüler wieder. Einem blonden, schweigsamen Jungen mit Karies, der zu groß und zu alt für die 6. Klasse war. Ich konnte ihn nie aufrufen oder seinen Namen auf einer Klassenarbeit lesen, ohne ihn mit meinen Erinnerungen an die Frau aus der Passage Gardiner in Verbindung zu bringen. Dieser Junge existierte für mich nur gemeinsam mit einer alten Engelmacherin, deren Enkelsohn er mir zu sein schien, und den Mann, den ich kurz in Madame PRs Küche zu Gesicht bekommen hatte, höchstwahrscheinlich ihr Lebensgefährte, sah ich jahrelang in einer kleinen Kurzwarenhandlung an der Place Notre-Dame in Orsay, einen Italiener mit starkem Akzent und in die Stirn gezogener Baskenmütze. Heute kann ich Kopie und Original nicht mehr voneinander unterscheiden, und wenn ich an die Passage Cardinet an jenem eiskalten Januar-Samstag zurückdenke, habe ich denjenigen vor Augen, der mir in den 70er Jahren an der Seite einer agilen, alterslosen Frau Saumbänder und Steinnussknöpfe verkaufte. Gleich nachdem ich aus dem Zug gestiegen war, rief ich Dr. N. an.
Ich erzählte ihm, jemand habe mir eine Sonde eingeführt. Vielleicht hoffte ich, er würde mich wie im Monat zuvor in seine Praxis kommen lassen und das Ruder von Madame PR übernehmen. Er sagte erst nichts und empfahl mir dann Masogynistril. An seinem Ton hörte ich, dass mich zu sehen das Letzte war, was er wollte, und ich nicht mehr anrufen solle. Ich konnte mir, anders als heute, nicht vorstellen, dass er an seinem Schreibtisch in Schweiß ausbrach, als er die Stimme der jungen Frau hörte, die ihm verkündete, sie laufe seit 3 Tagen mit einer Sonde in der Gebärmutter herum, erstarrt angesichts des Dilemmas. Wenn er sie in seiner Praxis empfing, verlangte das Gesetz, dass er ihr das Objekt auf der Stelle entfernte und sie zwang, eine Schwangerschaft fortzusetzen, die sie nicht wollte. Wenn er sich weigerte, bestand die Gefahr, dass sie starb. Es gab keine richtige Entscheidung und er war allein, deshalb das Masogynistril. Ich betrat die nächstgelegene Apotheke gegenüber dem Metropol, um das von Dr. N. empfohlene Medikament zu kaufen. Eine Frau bediente mich. Haben Sie ein Rezept? Ohne Rezept kann ich es Ihnen nicht geben. Ich stand mitten in der Apotheke. 2, 3 Apotheker im weißen Kittel hinter der Theke sahen mich an. Das fehlende Rezept bewies meine Schuld. Ich hatte das Gefühl, sie könnten die Sonde durch meine Kleidung sehen. Dies war einer meiner verzweifelsten Momente. Haben Sie ein Rezept? Sie brauchen ein Rezept. Es war mir nie wieder möglich, diese Worte zu hören und dabei zu sehen, wie sich, wenn ich verneinte, das Gesicht des Apothekers verschloss, ohne dass es mir einen Stich versetzte. Beim Schreiben muss ich manchmal dem Drang widerstehen, in einen wütenden oder schmerzerfüllten Lyrismus zu verfallen. Ich will in diesem Text nichts tun, was ich im echten Leben nicht getan habe oder nur ganz selten, schreien und weinen. Stattdessen nah dranbleiben am Gefühl eines gleichmäßig dahinfließenden Unglücks, ausgelöst von der Frage einer Apothekerin und vom Anblick einer Haarbürste neben einer Wasserschüssel, in der eine Sonde schwimmt. Denn die Erschütterung, die ich empfinde, wenn ich die Bilder aus jener Zeit vor mir sehe, wenn ich die Worte noch einmal höre, hat nichts damit zu tun, wie ich damals empfand. Es ist nur ein Schreibgefühl. Damit meine ich, ein Gefühl, das das Schreiben ermöglicht und seine Wahrhaftigkeit garantiert. Übers Wochenende blieben im Wohnheim nur die ausländischen Studentinnen zurück und ein paar Mädchen, deren Eltern weit weg wohnten. Die Mensa nebenan war geschlossen, aber mir war ohnehin nicht danach, mit irgendwem zu sprechen. In meiner Erinnerung keine Angst. Eine gewisse Ruhe, nichts anderes tun können als abwarten. Ich war nicht in der Lage zu lesen oder Schallplatten zu hören. Ich nahm ein Blatt Papier und zeichnete die Passage Cadinet, wie ich sie gesehen hatte, als ich das Haus der Engelmacherin verließ. Hohe Mauern, die hinten zusammenlaufen, am Ende ein Riss. Zum ersten und einzigen Mal in meinem Erwachsenenleben hatte ich das Bedürfnis, etwas zu zeichnen. Am Sonntagnachmittag lief ich durch die kalten, sonnigen Straßen von Mont-Saint-Aignan. Die Sonde störte mich nicht mehr. Sie war ein Ding, das zu meinem Unterleib gehörte, eine Verbündete, der ich nur vorwarf, nicht schnell genug zu wirken. Am 19. Januar im Tagebuch, leichte Schmerzen. Ich frag mich, wie lange dieser Embryo braucht, um zu sterben und abgestoßen zu werden. Vorhin hat jemand die Marseillaise auf dem Horn gespielt. Gelächter im Stockwerk über mir. All dies ist das Leben. Also kein Unglück, dass ich 8 Jahre später, als ich mein erstes Buch schrieb, Le Amour Vite, das Bedürfnis hatte, mich wieder an jenem Sonntag in jenem Zimmer zu sehen, ist vielleicht ein Hinweis darauf, was es tatsächlich war. Am Montagmorgen lebte ich seit 5 Tagen mit der Sonde. Mittags nahm ich den Zug nach Y, um meinen Eltern einen kurzen Besuch abzustatten, weil ich fürchtete, ich könnte am folgenden Samstag dazu nicht in der Lage sein. Vielleicht warf ich, wie ich es oft tat, eine Münze, um herauszufinden, ob mir genug Zeit blieb und ich das Risiko eingehen konnte.
Es war ein milder Tag. Meine Mutter hatte in den Schlafzimmern die Fenster geöffnet. Ich überprüfte meinen Schlüpfer. Er war mit Blut und Fruchtwasser getränkt. Die Flüssigkeit lief die Sonde hinab, die jetzt ein Stück aus meiner Scheide ragte. Ich sah die niedrigen Häuser des Viertels, die Gärten, die seit meiner Kindheit unveränderte Landschaft. Vor dieses Bild schiebt sich jetzt ein anderes, 9 Jahre älteres. Ein großer hellroter Fleck aus Blut und Schleim auf meinem Kopfkissen, hinterlassen von unserer Katze, die gestorben war und die man bereits begraben hatte, als ich an jenem Aprilnachmittag aus der Schule nach Hause kam, zusammen mit dem in ihrem Bauch verendeten Kätzchen. Um 4:20 nahm ich den Schienenbus zurück nach Rouen. Die Fahrt dauerte nur 40 Minuten. Wie immer hatte ich Nescafé, Kondensmilch und mehrere Packungen Kekse von meinen Eltern mitgenommen. Im Cineclub der Falouche wurde an jenem Abend ein Film gezeigt. Panzerkreuzer Potemkin. Ich ging mit O hin. Schmerzen, denen ich anfangs keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, zogen mir in regelmäßigen Abständen den Unterleib zusammen. Bei jedem Krampf hielt ich die Luft an und fixierte die Leinwand. Die Abstände wurden kürzer. Ich folgte dem Film nicht mehr. Auf der Leinwand erschien ein riesiges, von Würmern wimmelndes Stück Fleisch an einem Haken. Das ist das letzte Bild, das mir von dem Film übrig geblieben ist. Ich stand auf und rannte zurück ins Wohnheim. Ich legte mich hin, klammerte mich ans Kopfende des Bettes und versuchte nicht zu schreien. Ich musste mich übergeben. Später kam O herein. Der Film war vorbei. Sie setzte sich neben mich und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie riet mir, nach der Methode der sanften Geburt zu atmen, zu hecheln wie ein Hund. Das gelang mir nur zwischen den Krämpfen und die hörten nicht mehr auf. Es war nach Mitternacht. O ging schlafen und sagte, ich solle sie rufen, falls ich sie brauche. Wir wussten beide nicht, wie es weitergehen würde. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dringend scheißen zu müssen. Ich rannte zum Klo auf der anderen Seite des Flurs und ging vor der Schlüssel in die Hocke mit dem Gesicht zur Tür. Ich sah die Kacheln zwischen meinen Schenkeln. Ich drückte mit aller Kraft. Es schoss aus mir heraus wie eine Granate. Das Fruchtwasser spritzte bis zur Tür. Ich sah eine kleine Babypuppe an einer rötlichen Schnur aus meiner Scheide hängen. Ich hatte keine Vorstellung davon gehabt, dass ich so etwas in mir trug. Ich musste damit bis zu meinem Zimmer laufen. Ich nahm es in eine Hand, es war seltsam schwer, und überquerte den Flur, indem ich es zwischen meinen Schenkeln hielt. Ich war ein Tier. O's Tür war nur angelehnt, es brannte Licht, ich rief leise nach ihr. Es ist soweit. Wir sind in meinem Zimmer. Ich sitze mit dem Fötus zwischen den Beinen auf dem Bett. Wir wissen beide nicht, was wir tun sollen. Ich sage zu O, dass die Nabelschnur durchtrennt werden muss. Sie nimmt eine Schere. Wir wissen nicht, an welcher Stelle wir schneiden müssen. Aber O tut es trotzdem. Wir betrachten den winzigen Körper mit dem großen Kopf. Unter den durchsichtigen Lidern sieht man die Augen, 2 blaue Flecken, wie bei einer Sorgenpuppe. Wir sehen nach dem Geschlecht. Wir glauben, den Ansatz eines Penis zu entdecken. Ich war also tatsächlich imstande gewesen, so etwas zu produzieren. O setzte sich auf den Hocker. Sie weint. Wir weinen stumm. Es ist eine nicht in Worte zu fassende Szene. Leben und Tod im selben Moment. Eine Opferszene. Wir wissen nicht, was wir mit dem Fötus anfangen sollen. O läuft in ihr Zimmer und holt eine leere Zwiebacktüte. Ich leg ihn hinein. Ich gehe damit zur Toilette. Er liegt in der Tüte wie ein Stein. Ich leere die Tüte über der Kloschüssel aus. Ich betätige die Spülung. In Japan nennt man abgetriebene Embryonen Mizuko, Wasserkinder. Die Handlungen dieser Nacht geschahen wie von selbst. In diesem Moment war nichts anderes möglich. Aufgrund ihrer Überzeugungen und ihrer bürgerlichen Werte war O nicht darauf vorbereitet gewesen, die Nabelschnur eines 3 Monate alten Fötus durchzutrennen.
Heute hat sie die Episode vielleicht als unerklärlich und chaotisch in Erinnerung, als Anomalie in ihrem Leben. Vielleicht verurteilt sie Schwangerschaftsabbrüche immer noch. Trotzdem ist es ihr widerwilliges, tränenüberströmtes Gesicht, das ich vor mir sehe. War sie als Einzige in jener Nacht bei mir, in der Rolle einer improvisierten Hebamme in Zimmer 17 des Studentenwohnheims. Ich verlor Blut. Zuerst achtete ich nicht darauf. Ich glaubte, alles wäre vorbei. Es floss stoßweise aus der durchtrennten Nabelschnur. Ich lag reglos auf dem Bett. O reichte mir Handtücher, die sich schnell vollsogen. Ich wollte nichts mit Ärzten zu tun haben. Ich war bisher gut ohne sie zurechtgekommen. Ich versuchte aufzustehen, mir wurde schwarz vor Augen. Ich dachte, dass ich verbluten würde. Ich schrie O an, ich bräuchte sofort einen Arzt. Sie rannte nach unten, klopfte beim Hausmeister. Er reagierte nicht. Dann erklangen Stimmen. Ich war sicher, dass ich bereits zu viel Blut verloren hatte. Mit dem Auftreten des Bereitschaftsarztes beginnt der zweite Teil der Nacht. An die Stelle einer reinen Erfahrung von Leben und Tod treten zur Schaustellung und Verurteilung. Er setzte sich aufs Bett und packte mein Kinn. Warum hast du das getan? Wie hast du das getan? Antworte! Er fixierte mich mit funkelnden Augen. Ich flehte ihn an, mich nicht sterben zu lassen. Sieh mich an. Schwör mir, dass du sowas nicht noch einmal tust. Nie wieder. Wegen seiner irren Augen glaubte ich, er wäre imstande, mich sterben zu lassen, wenn ich nicht schwor. Er zog seinen Rezeptblock hervor. Ich schicke dich in die Notaufnahme. Ich sagte, dass ich lieber in eine private Klinik wolle. Streng wiederholte er. In die Notaufnahme. Und bedeutete mir damit, dass das der einzige Ort für ein Mädchen wie mich war. Er verlangte, ich solle für seinen Besuch bezahlen. Ich konnte nicht aufstehen. Er öffnete die Schublade meines Schreibtischs und nahm sich das Geld aus meinem Portemonnaie. Gerade habe ich in meinen Notizen eine ältere, vor einigen Monaten geschriebene Fassung dieser Szene gefunden. Ich stelle fest, dass ich dieselben Worte verwendet habe. Er war imstande, mich sterben zu lassen, etc. Auch fiel mir in der Vergangenheit jedes Mal, wenn ich an den Moment meiner Abtreibung auf der Toilette zurückdachte, dieselben Vergleiche ein. Die Explosion einer Granate oder eines Projektils, der herausschießende Zapfen eines Fasses.